Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Götterfunken, Genuss für Geist und Gaumen. Heute wieder mit unserem lieben Freund und Whisky-Experten David. David, ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank, die Freude ist auch auf meiner Seite. Und in dieser Folge kosten wir vom Trank der Unsterblichkeit. Und da ich als Kind bereits in den Zaubertrank gefallen bin, wollten wir das Risiko diesmal minimieren und haben erst einmal nur eine Flasche dieses Nektars organisiert. Und wie der Trank der Unsterblichkeit entstanden ist, das wird uns in den Götterfunken beschäftigen und was es damit auf sich hat. So viel sei verraten, es brauchte eine über tausendjährige Kraftanstrengung von vielen Göttern und Dämonen. Und wir haben allerdings heute das Glück, dass wir ihn direkt aus den Händen einer Avatara der Schönheit in Empfang nehmen dürfen. Vielen Dank. Und wenn Sie jetzt denken, was redet der Herr Beutner da, wir wie in Träumen, das wird sich alles im Laufe des Videos hoffentlich mehr oder weniger aufklären. Aber es geht eben, David ist ja da, um Whisky, und zwar um indischen Whisky. Das ist richtig. Und da haben wir dich natürlich wieder auf Reisen geschickt. Nun, als du sagtest, dass ich ein indisches Whisky-Tasting für Götterfunken, dass ich da hinfahren werde, oder da habe ich natürlich erstmal an eine Reise gedacht, so mit dem A380 in der First Class nach Delhi zu fliegen. Und dann stellte sich raus, dass ich am Ende mit einem gebrauchten Opel von Essen nach Oberhausen gefahren bin zum Whisky-Hort. Wir müssen in diesen Zeiten alle kürzer drehen. Das stimmt allerdings. Nun, trotzdem war es ein sehr, das war ein super spannender Abend. Vielen Dank nochmal dafür, für die Einladung. Und ja, da habe ich allerhand Informationen sammeln können. Und es war, da gab es 8 Amrut-Whiskys, aber der war nicht dabei, oder? Ja, aber den haben wir extra ausgesucht, weil du dachtest, den hast du ja uns zur Probe mitgebracht. Weil du hattest ja, wie gesagt, einiges probiert. Da war einiges bei, was dir sehr gut gefallen hat. Ja. Und dann hast du gedacht, der könnte mal was für eine gemeinsame Probe sein. Du hast noch was anderes mitgebracht. Aber letzten Endes haben wir uns hier für diesen Single Malt Whisky Double Cask aus Third Edition aus Indien entschieden. Amrut-Destillerie. Wo ist die, wo kommt die her? Was ist die Historie? Dave, erzähl uns ein bisschen was dazu. Dann gehen wir jetzt von Oberhausen nach Südzentralindien. Da sind wir nahe der Stadt Bangalore. Das ist das sogenannte IT-Zentrum von Indien. Das kann man auch mit Silicon Valley vergleichen. Ja. Und da herrscht natürlich ein anderes Klima. Drittgrößte Stadt mittlerweile, glaube ich, fast 12 Millionen Einwohner. Ja, 12 Millionen Einwohner, genau. Das ist das sogenannte Computerzentrum Indiens, Asiens eigentlich schon. Ja, und da wurde 1948 vom Gründervater Sri Radhakrishna Jagdale wurde die Brennerei gegründet. Respekt. Die wurde dort gegründet. Also am 15. August 1947 wurde ja... War die Unabhängigkeit. Genau, da wurde Indien unabhängig. Also knapp ein Jahr danach, kann man sagen. Richtig, wurde die Brennerei gegründet. Leider verstarb dieser Herr relativ früh, und sodass sein Sohn heute... hieß der? Das war der, da komme ich gleich drauf. Auf jeden Fall, der Sohn hat dann die Geschäfte übernommen. Und, ich sehe, wie es arbeitet. Ja, Sri Nilankantar Rao Ajagdale heißt der Sohn. Ja. Respekt. Und ich muss ein bisschen in mein Gehirn Windung suchen erst. Nilakantar war da drin? Genau, Nilakantar Rao. Das ist interessant, weil Nilakantar bedeutet im Sanskrit so viel wie der mit dem blauen Hals. Und das betrifft auch die Götterfunken und den Trank der Unsterblichkeit, der Gott Shiva wird in einem Aspekt so bezeichnet, aber später mehr dazu. Erzähl uns was. Der hat also das Geschäft übernommen? Genau, 1972 übernahm er dann die Brennerei Amrut und war dann auch, ähnlich kann man das vergleichen mit der Biografie von William Grant in Schottland, auch so ein Whisky-Pionier, das was William Grant in Schottland auf den Markt gebrachte, den Single Malt Whisky, wie wir ihn heute kennen, oder Single Malt Scotch, war dann in Indien quasi der Single Malt, zwar die Geburt des Single Malt Whiskys in Indien, aber... Wann war das? Das war dann letztlich 1987 wurde der Single Malt dann produziert in Indien bei Amrut, aber letztendlich wurde er erst 2004 in Europa auf den Markt gebracht und 2010 erst für Indien. Also das heißt... Ach, das erst nach genau. Den Export. Das ist die Besonderheit, dass Europäer schon, erst den Whisky bekommen. Dass die schon den Anspruch hatten, hier, wir spielen in der Liga mit, dass ganz Europa... Genau. Das ist natürlich schon eine Ansage dann von so einer Firma. Und es wurde rumexperimentiert, viele Jahre, bevor man überhaupt diesen Whisky dann in Glasgow in einem indischen Restaurant in einer Blindjury oder einem blinden Publikum servierte. Und
ja, damals war die Jury begeistert. Man hielt ihn für einen Space Cider. Echt? Ja. Und, in der Blindverkostung. Genau. Und das war dann der Beginn. Das ist natürlich ein Ritterschlag dann auch gewesen. Richtig. Für die Brennerei. Und dann begann die Erfolgsgeschichte, wie wir sie heute kennen. Heute wird es in 47 Länder der Welt verkauft. Ja, das erstmal dazu. Und Amrut, was ist das eigentlich für ein Name? Und da sind wir wieder beim Trank der Unsterblichkeit. Amrut kommt irgendwo von Amrit, Amrita im Sanskrit, und in den Hindu-Traditionen steht das eben für diesen ominösen, oftmals mit dem berühmten Soma auch verwechselten oder in Teilen auch zu Recht gleichgesetzten Trank des Lebens, der Unsterblichkeit. Amrita heißt so viel wie nicht tot und dann eben übertragen unsterblich. Und was es genauer damit auf sich hat, schauen wir uns jetzt im ersten Götterfunken an, bevor wir dann uns auch Gläser holen und den dann mal kräftig verriechen. Und dann erzählst du uns noch ein bisschen was gerne zur Destillerie. Amrit oder Amrita, der Trank der Unsterblichkeit, steht im engen Zusammenhang mit dem Mythos vom Quirlen oder Kirnen, also Buttern, des Milchozeanes. In den Hindu-Traditionen taucht dieses Bild in zahlreichen Darstellungen auf, die sich wiederum aus wenigen verschriftlichen Quellen speisen. Prominent finden wir es im etwa 100.000 Doppelverse umfassenden Mahabharata, das wohl auf ältere Quellen zurückgehend irgendwann zwischen 400 vor und 400 nach Christus erstmalig niedergeschrieben wurde und dessen Autorenschaft dem mythischen Weisen Vyasa zugesprochen wird, der es, wie es das Buch selbst berichtet, dem Gott mit dem Elefantenhaupt Ganesha diktiert haben soll. Dieses gigantische Epos, 10-mal umfangreicher als Ilias und Odyssee zusammen, ist nicht nur Genealogien und Schlachtengemälde, sondern ein mit unzähligen poetischen Seitensträngen durchzogenes religiöses, ja philosophisches Werk, das selbstbewusst seinen eigenen Dichter, eben jenen weisen Vyasa, zum Schöpfergott Brahma sprechen lässt. »O göttlicher Brahma! Es wurde von mir ein Gedicht geschaffen, welches sehr geachtet wird. Es enthält das Geheimnis der Veden. Die Geschichte wurde von mir formuliert und in drei Zeiteinheiten zugeteilt: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Sie beschreibt die Natur von Verfall, Tod, Furcht, Krankheit, Existenz und Nicht-Existenz, enthält eine Schilderung der Weltanschauungen und die Darstellung verschiedener Lebensarten. Auch in dem zweiten großen Nationalepos der Inder, dem Ramayana von Valmiki, ebenfalls eine Figur, deren Historizität nicht gesichert, aber immerhin sehr wahrscheinlich ist, finden wir eine Schilderung des Stoffes. Dieses mit 24.000 Versen immer noch mächtige, aber dem Umfang nach doch im Vergleich zum Mahabharata bescheidenere Werk, hat seine endgültige Gestalt wohl im 2. Jahrhundert nach Christus empfangen. Auch hier gehen aber erste Entwürfe wohl auf die Zeit um 400 vor Christus oder früher zurück. Über den indischen Subkontinent hinaus fand das Ramayana in durchaus eigenen Versionen unter anderem Eingang in die Traditionen und Überlieferungen Thailands, Kambodschas und Indonesiens. Außerdem wird das Quirlen des Milchozeans auch in einigen sogenannten Puranas, alten Geschichten, erzählt, vornehmlich im Vishnu-Purana, denn dieser berühmte Gott Vishnu spielt eine herausragende Rolle beim Hervorbringen des Amrita. Nun, was geschah also beim Quirlen des Milchozeans, wie kam es dazu und was hat das mit dem Unsterblichkeitstrank Amrita zu tun? Die verschiedenen Versionen unterscheiden sich in einigen Details, aber im Groben kann man die Geschichte folgendermaßen zusammenfassen. Die Götter und ihre Widersacher, die Dämonen,
bekämpften sich fortwährend, und viele von ihnen starben oder hatten Angst zu sterben, und so sehnten sie sich nach Amrita, dem Trank der Unsterblichkeit, der tief und unerreichbar im kosmischen Milchozean verborgen lag. So bat man Gott Vishnu, der in diesen Erzählungen stets die höchste Instanz darstellt, um Hilfe. Dieser riet den Göttern, sich zur Erlangung des Amrita mit ihren Erzfeinden, den Dämonen, zu verbünden und gemeinsam den Milchozean so lange aufzuwühlen, bis der Amrita aus ihm hervorkommt. Zu diesem Zwecke schufen sie, salopp formuliert, den ersten Thermomix der Geschichte, einen gewaltigen Mixer von kosmischem Ausmaß. Dazu entwurzelten sie den schönsten und größten der Berge, Mandara, und wandten, mit dessen Einverständnis, den gigantischen Schlangenkönig Vasuki um diesen Berg herum. Nun konnten die Götter an der einen Seite der Schlange, die Dämonen an der anderen Seite ziehen und hatten so einen Quirl, mit dem sie das Werk der Butterung des Ozeans angehen konnten. Doch so einfach war es nicht. Durch das immer kräftigere, Jahrhunderte dauernde Quirlen drohte der Berg zu kippen oder in den Fluten zu versinken. Darauf manifestierte sich Vishnu in Gestalt einer Schildkröte, tauchte ins Urmeer und stabilisierte den Berg auf seinem Rücken. Nun konnte die Anstrengung unvermindert weitergehen. Endlich begann sich die Flüssigkeit ein wenig zu verfestigen, aber schon drohte eine neue Gefahr. Entweder spie die Riesenschlange aus Überanstrengung ein tödliches Gift aus, oder dieses kam durch die, man ist geneigt zu sagen, chemischen Prozesse aus dem Ozean hervor. Jedenfalls betäubte das Gift bereits Götter und Dämonen und drohte die ganze Welt einzuhüllen und zu vernichten. Jetzt kommt der zweite Großgott des hinduistischen Pantheons ins Spiel, denn die Götter flehten Shiva um Hilfe an, und Vishnu verspricht diesem, das Erste, was aus dem Milchozean hervorgehe, zum Geschenk, wenn Shiva das Gift in sich aufnehme. Dieser willigte ein, öffnete seinen Mund und trank das ganze Gift bis zur Neige, wodurch sein Hals sich blau färbte, weswegen er auch Nilakantha, der mit dem blauen Hals, genannt wird. Nach 1000 Götterjahren des Quälens kamen nun die verschiedensten Kostbarkeiten aus dem gebutterten Ozean hervor. Zuerst der Mond, der seither Shivas Haupthaar ziert. Es folgten heilige Tiere, Pflanzen, die tanzenden Apsaras, wunderschöne, halbmenschliche und halbgöttliche Frauen, die als Geister der Wolken und Gewässer den griechischen Nymphen verwandt sind, und auch die Göttin der Schönheit, des Glückes und der Liebe selbst, Lakshmi, entsteigt wie Aphrodite, allerdings nicht auf einer Muschel, sondern auf einem Lotus, dem Meer. Sie erwählt sich unmittelbar und zum großen Bedauern sämtlicher anwesender Götter und Dämonen Vishnu zum Gatten. Die Dämonen wurden mit der Göttin des Brandweines entschädigt, die ebenfalls aus dem Ozean entstieg, und endlich kam ein schöner, dunkler, mit Juwelen und Blumen geschmückter Jüngling hervor. Dhanvantari, der Schamane oder Arzt der Götter. Und in seiner Hand hielt er einen großen Krug mit Amrita, dem ersehnten Getränk der Unsterblichkeit. Amrita wird übrigens auch Wasser des Lebens genannt. Und damit sind wir irgendwo auch wieder beim Whisky. Mhm. Denn du hast die Story wahrscheinlich besser im Kopf. Wahrscheinlich nicht. Du meinst Ushkebar? Ushkebar oder Ushkebar? Ja, Ushkebar. Ist
ursprünglich schottisch oder gälisch oder irgendwie sowas. Ne? Ich meine sogar aus dem Jahr 1400 und dann hat sich das immer weiter verändert bis ins Jahr 1700 und dann wurde aus Uschkebar, Uschki und dann am Ende Whisky ist, glaube ich, daraus geworden. Genau, ne? Und ich glaube, genau, 1735 oder so ist das erste Mal das Wort aufgetaucht, dann schriftlich. Auf jeden Fall hat sich aus der Bedeutung Uschkebar, Ischkebar, Wasser des Lebens, ist Whisky eigentlich auch das Wasser des Lebens. Insofern doppelte Bedeutung für unseren Amrut und genauer den, du hattest es vorhin schon gesagt, Single Malt Double Cask Third Edition. Genau, Third Edition. Und ein Nachteil, so schön das Design gemacht ist, hat er, finde ich, schon dieser Deckel, wenn man nicht aufpasst und man nimmt den aus dem Karton raus, der rutscht und du greifst ihn an der falschen Seite, dann fällt dir die Flasche auf und fördert die Reaktionsfähigkeit. Ist nicht gar so schön. Ist nicht so. Schenkst du uns ein bisschen ein? Gerne. Spick derweil mal hier, was hier noch so drauf ist. Da sind also zwei unterschiedliche Fässer. Das sagt mir schon mal, dass du uns was mitgebracht hast, was dann wahrscheinlich auch in zwei Fässern gelagert ist. Die Regie sagt mir, ich halte mir gerade das Ding vor dem Kopf. Ich dachte, sie meint, ich schütte zu viel ein. Meinst du, so ist sie? Oder zu wenig. Und zu wenig. Oh, der Duft durchströmt den Raum. Ja, das hat schon was. David, zwei Fässer. Was haben wir hier im Glas? Wir haben einen Port Pipe. Ein Port Pipe ist ein 650 Liter großes oder fassendes Eichenholzfass aus europäischer Eiche, die sogenannte Quercus robur. Und da haben wir natürlich immer etwas mehr Tannine, etwas mehr Bitterkeit, aber dafür auch eine schöne dunkle Farbe und meistens Aromen von dunklen Waldfrüchten und Schokolade, Karamell, Vanille. Und das Bourbonfass war wahrscheinlich ein ASB, ein American Standard Barrel mit 208 Liter Fassungsvermögen und das sorgt natürlich für Karamell, Vanille und auch eine gewisse... Aber weißt du, was der auch hat? Der hat Rauch. Also direkt, wenn du... Nimm mal eine Nase... Ich finde den Rauch in der Nase noch gering, aber man hat ihn sofort. Man hat ihn, er ist deutlich da. Vielleicht ist da einfach so viel Frucht bei, ne, so viel Port, dass er einfach den Rauch ein bisschen, aus meiner Sicht, aber vielleicht hast du einfach auch eine bessere Sensorik in der Nase. Es ist auf jeden Fall, es ist natürlich, du hast Früchte, du hast auch was. Ich habe auch ein bisschen Leder und die Orange hatte ich auch gerade. Leder, ja. Orange. Ich habe auch frische. Aber eine schöne Nase, ne? Und frischen, nicht verrauchten Zigarrentabak. Ja. Oder das ist eine Assoziation, weil irgendwo in deinem Humidor. Tabak ist. Weiß ja nicht, ob hier irgendwo wieder eine Kiste Patagas offen rumsteht. Denkbar. Das nein, willst Kuba du nachher wieder eruieren. Ist schwer dran zu kommen. Ja, womit haben wir es genau zu tun? Wie alt? Also da hier stehen einige Informationen drauf. Ja, 5 Jahre alt. Ja. Ich kann so nicht arbeiten. Ich kann so nicht. Also destilliert wurde er 2012 im Mai und gebottelt wurde er 2017 im März. Nee, im Juni. Das heißt, wir haben 5 Jahre und einen Monat. Einmal im Mai und einmal im März wurde der ins Fass gefüllt. Und nee, du hast recht. Juni. Das sind wahrscheinlich die beiden unterschiedlichen Fässer. Und 2017 wurde er dann... gebottelt. 5 Jahre und einen Monat lange Reifezeit in diesen zwei verschiedenen Fässern. Dann wurden die beiden Fässer miteinander vermählt, verheiratet und dann nochmal ein bisschen wahrscheinlich zur Aromangleichung nochmal in einen Tank gelagert, so für ein paar Tage bis Wochen. Das wird jedenfalls so auch in Schottland gemacht. Und ja, dann ist dieses Cuvée, kann man das so nennen, bei rausgekommen. Ich finde erstmal eine sehr intensive, schöne und eine Nase, die ich so auch gar nicht kenne. Also erstmal hätte ich jetzt nie, kannte ich mich jetzt auch nicht aus, aber hättest du mir das ins Glas getan, ich hätte es nie gesagt, das ist irgendwas aus Indien. Die Frage ist, wie viel indische Whiskys hast du vorher probiert? Eben keinen. Das ist das, was wir zu Beginn sagten. Das ist die schöne Welt der Vorurteile schlägt immer wieder zu. Genau, aber das stimmt schon. Also wer hat Indien schon auf dem Radar jetzt gerade? Selbst Leute aus der Szene, aus der Whisky-Szene, ich meine, ich... Bist in der Whisky-Szene. Genau, und selbst ich hatte schon Amrut probiert vor vielen Jahren, aber dann habe ich auch wieder aufgehört, mich damit zu beschäftigen. Jetzt ist es erst wieder aufgeploppt, das Thema. Und ich bin froh, dass du mich auf diese lange Reise, 12 Kilometer, glaube ich, waren es, ne? 15 Minuten. Also ich merke, du bist ein bisschen angefressen, was es angeht.
Ja, aber nicht nachtragend. Aber im Ernst, du sagtest, es wäre ein sehr schöner runder Abend gewesen. Du konntest mit dem Sales Manager ein bisschen sprechen. Genau, also erstmal mit dem, genau, das war der Pramod Pramod Kaship heißt er. Das ist der European Sales Manager von Amrut, der war extra eingeflogen worden für 2 Termine in Deutschland. Und das Tasting war also genial, würde ich sagen. Es war sehr unterhaltsam, mit viel Humor. Und das Team auch vom Whisky Hort nochmal auch ein Dank hier an dieser Stelle. Mit tollem indischen Essen. Und das war ein zeitloser Abend. Ne? Also, ja. Und der hat dir auch ein bisschen was dazu erzählt. Hier steht übrigens tatsächlich Scottish Peated Barley. Ja, genau. Das heißt, Rauch ist schon berechtigt gewesen, wenn er getorft ist. Peated. Genau. Wenn mein Englisch an dem Abend gut genug war, dann habe ich das so verstanden, dass 70% der Gerste, die ist also ungetorft, beziehungsweise unpeated, die kommt aus Indien, aber jetzt nicht aus dem Süden Indiens, also in der Nähe von Bangalore, weil das Klima einfach zu heiß, da hat die Gerste keine Chance, da kann sie nicht gedeihen. Das kommt dann aus dem nördlichen Gebiet von Indien, am Fuße vom Himalaya, und die anderen 30% peated Barley, die wird importiert aus Schottland. Also deswegen hast du auch wahrscheinlich hier so diesen eher schottischen Rauch, oder? Ja. Es ist Rauch, es ist so ein bisschen Lagerfeuer, aber so, es ist für mich auch nicht durchgängig, weil du hast schon recht, da sind diese Fruchtaromen mit bei. Und du hast so das Gefühl, du sitzt so gute Entfernung, so 20, 30 Meter von irgendeinem Lagerfeuer entfernt. Und ab und an kommt mal dann so eine Schwade rübergeweht. Aber ich habe auch in diesem Rauch etwas angekokelten kokeltes Gummi so ein bisschen. Also es ist nicht als Fehlaroma. Sondern es ist jetzt nicht für mich der typische Holzfeuerrauch. Findest du nicht? Und dann eher auch ein bisschen, mich würde es, wenn ich jetzt mit Schottland vergleiche, würde eher an Laphroaig erinnern als an Ardbeg beispielsweise. Aber vielleicht ist der Vergleich auch einfach unpassend. Naja, es sind ja Assoziationen. Ich habe hier wirklich so ein bisschen Lagerfeuer dabei und Orange. Und ja, die Orange ist ganz deutlich, ne? Aber das sagt auch der Pramod Kaship, dass der Brennereicharakter eigentlich immer wieder die Orange durchkommt. Ne? Orangenschalen auch. Und also es kommt aber auch noch mehr. Es ist so eine gewisse Süße mit dabei. Finde ich so ein bisschen was an Rosine, was mich hier Feigen einfängt. Die ganze Palette an Früchten, oder? Das ist wirklich sehr komplex. Ja, aber komischerweise, du hast einmal dieses trockene Rosinen, dieses Süße, und dann hast du dieses Frische, dieses Orangen, also von der Nase verspricht der schon einiges. Du wolltest, glaube ich, noch ein bisschen was zu Amrut erzählt haben oder zu den Fässern erzählt haben. Die werden wahrscheinlich ausgebrannt. Ja, absolut. Ja, und da sind sie auch Pioniere. Sie haben eine eigene kleine Küferei auf dem Gelände. Das ist so, da hat man sich einen eigenen, wie soll man das sagen, einen Flammenwerfer, kann man das vielleicht nennen. Sie haben eine eigene Anlage gebaut, in dem sie ihre Fässer wiederherstellen. Die werden dort nicht also hergestellt, sie werden... Sind ja gebrauchte Fässer. Genau, aus den USA importiert und aus Europa, aber sie werden dort wieder aufbereitet, so kann man das besser sagen. Und dann, da haben sie eine ziemlich interessante Konstruktion gebaut. Das kann man auch, kann man auch bei YouTube finden, so ein Video. Und da werden die Fässer automatisch gedreht, immer. Die drehen sich in einem bestimmten gleichbleibenden Tempo. Und das dann halt bei offener Flamme. Und das war schon beeindruckend, ja. Der entwickelt sich, dem geben wir gleich noch ein bisschen Zeit. Wir waren bei diesen 5 Jahren, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf zurück im Geschmack. Das scheint uns ja jetzt erstmal relativ jung zu sein, aber da gehen wir vielleicht auch auf ein, wenn wir ihn probiert haben. Da hattest du mir auch ein bisschen was zu erzählt. Ja, genau, es relativ ist, so wie du es sagtest, das ist halt relativ. Ja. Ne? Interessant finde ich auch in der Nase, dass der gar nicht sticht. Der hat zwar nur die 46 Volumenprozent, aber... 46, also verdünnt. Das ist kein Angriff auf die Nase, der beißt jetzt nicht oder sticht irgendwie aggressiv. Nee, und vor allen Dingen, es geht zurück. Also ich hatte im Anfang hatte ich erstmal diese Rauchnote. Und je länger jetzt der Sauerstoff arbeitet, aber ich hab das desto mehr kommen die Früchte durch. Gummi. Aber das mit dem Gummi, das kann ich noch nicht. Aber vielleicht können wir das noch. Also aber es ist schon eine spannende, komplexe Nase. Es ist eine schöne, sehr, sehr schöne Nase. Ja. Aber der verspricht wirklich was zu werden, was... überdurchschnittlich groß ist. Apropos überdurchschnittlich groß, der Kampf von Titanen oder Dämonen gegen Götter ist ein ganz altes Thema in vielen Mythologien. Und die gibt es bei den Griechen bekannt, der Titanenkampf gegen die Olympier, oder bei den Germanen die Riesen immer gegen die Asen. Und eben bei den
Hindus oder Hindu-Kulturen, müsste man präziser sagen. Da gibt es dann eben auch diese Götter und die Asuras, heißen sie, glaube ich, die Dämonen da. Wir hatten übrigens in den Götterfunken dieses Bild gezeigt vom Quälen des Milchozeans. Ich weiß, du bist öfter nach Thailand gefahren. Und wenn du schon mal auf dem neuen Flughafen von Bangkok gewesen bist, Suvarnabhumi. So heißt es, du hast den Namen, du hast es nicht drauf, ne? Nee, ich glaube nicht. Da gibt es in der Shopping Mall eine riesige Skulptur. Da ist genau diese Szene dargestellt, wie an der Schlange die Götter auf der einen Seite ziehen und die Dämonen auf der anderen Seite und diesen Berg Meru oder Mandara in diesen Milchozean hineintreiben und das Ganze gekühlt wird, damit eben dieser Trank der Unsterblichkeit daraus entsteht. Das Ganze hat natürlich auch kosmische Bezüge. Es ist sehr, wie wahrscheinlich schon im Götterfunken erwähnten, Schöpfungsmythos. Aber das geht auch noch kosmisch ein bisschen darüber hinaus. Und was es damit auf sich hat, wie die Geschichte ein bisschen weitergeht, das werden wir uns jetzt in den nächsten Götterfunken anschauen. Letztendlich haben wir im Quirlen des Milchozeans einen Schöpfungsmythos vor uns, wodurch das kosmische Durchwirbeln des Urmeeres zunächst alles in einem Strudel zugrunde geht, damit dann durch Verklumpung und Verfestigung Neues daraus hervorgehen kann. Wir erkennen in der Bildsprache eine kosmische Symbolik. Hierzu ein Auszug aus dem Mahabharata. Dann, O Brahmane, erhob sich ein gewaltiges Gebrüll wie das Donnern der Wolken zur Auflösung der Welten. Viele Meerestiere wurden vom großen Berg zerquetscht und verloren ihr Leben in der salzigen See. Viele Bewohner der unteren Regionen und des Reiches der Wasser wurden getötet. Von oben, vom wirbelnden Berg Mandara, fielen große Bäume mitsamt Wurzeln und allen nistenden Vögeln ins Wasser. Durch die gegenseitige Reibung dieser Bäume entstand ein Feuer, das den ganzen Berg einhüllte. Der Berg glich damit einer großen Masse dunkler Wolken, welche die Blitze durchzuckten. Man kann sich hier gut das Universum mit seinen Staubwolken und dem kosmischen Gewitter entstehenden und zugrunde gehenden Galaxien, eben Milchstraßen, vorstellen. Die Motive dieser mythologischen Bildsprache sind zahlreichen Kulturen eigen. Aus dem flüssigen Urmeer oder Urchaos, in welchem potenziell alles Leben noch ungestaltet enthalten ist, geht durch ungeheure Kraft und oder Willen die Materie hervor. Selbst in der Genesis der jüdisch-christlich-muslimischen Tradition herrscht im Anfang Tohuwabohu, also Irrsal und Wirrsal, und Gottes Geist schwebte über dem Wasser oder, wie es treffender nach Buber Rosenzweig heißt, Braus Gottes schwingend über dem Antlitz der Wasser. Aber auch in der Weiterführung der Geschichte vom Unsterblichkeitstrank gibt es eine interessante Erklärung für ein astronomisches Phänomen. Als nämlich der Krug mit Amrita endlich hervorgekommen war, brach sofort wieder der Kampf um seinen Besitz zwischen Göttern und Dämonen los. Und auch hier greift Gott Vishnu wieder helfend ein. Als die Dämonen sich fast schon des Kruges bemächtigt hatten, erschien Vishnu in Gestalt einer unermesslich schönen und bezaubernden Frau und erbot sich lächelnd, den Trank gerecht zu verteilen. Dabei lenkte sie die Dämonen mit ihren Reizen unablässig ab und schenkte nur an die Götter aus. Allein ein einziger Dämon, Rahu, traute der Sache nicht und hatte sich in göttlicher Verkleidung unter die durstig trinkenden Götter gemischt. Als das Amrita seine Kehle erreicht hatte, erkannten ihn Surya und Soma, Sonne und Mond, und verrieten ihn. Sofort schleuderte Vishnu, noch als reizende Frau,
seine todbringende Wurfscheibe und schnitt damit Rahu den Kopf ab, noch bevor das Amrita, das er gerade geschluckt hatte, den Körper erreichen konnte. So wurde sein Kopf unsterblich, der Körper aber fiel leblos zur Erde. Der riesige, abgetrennte Kopf des Dämonen glich einem Bergesgipfel, als er sich in den Himmel erhob und ein grässliches Gebrüll aussandte. Von diesem Tag an herrschte eine große Feindschaft zwischen Rahus Haupt und Sonne und Mond. Bis heute jagt und verschluckt Rahu von Zeit zu Zeit diese beiden. Es ist nicht schwer, hierin ein bildliches Gewand für die Sonnen- und Mondfinsternis zu erkennen. Ja, David, auf in den Kampf. Nicht geht schon mit los? Titanen und Göttern, sondern mit dem Trank der Unsterblichkeit. Aber er ist immer noch er ist vielfältig, oder? Wie ein Chamäleon. Wahnsinn. Ich hätte jetzt Rhabarber. Wie der sich verändert. Ja, ganz genau. Da ist Galia-Melone. Da kommt, also der Sauerstoff macht was mit dem. Absolut. Also das ist schon, aber lass uns doch mal gucken, was der Geschmack so ist. Ich bin jetzt auch. Oh, das ist interessant, oder? Mein lieber Mann. Unglaublich. Oh. Er ist sehr voll und voluminös. Ja, und der hat so eine schöne, ölige Textur, also wirklich sahnig, ölige Textur. Ich finde auch das Mundgefühl sehr, sehr interessant. Das Mundgefühl ist wirklich toll. Und geschmacklich? Ich hab erstmal Malz und dann diese dunklen Früchte. Auch wieder Vanille, Karamell. Und der Alkohol ist nicht so scharf. Nee, es sind 46%. Der Alkohol ist nicht so scharf, aber man spürt ihn. Ja. Er ist da, er hat einen relativ langen Abgang. Er ist immer noch präsent. Aber er bleibt dann, ne? Vor allen Dingen durch diese ölige Substanz präsent am Gaumen. Er hat eine Süße. Er hat gleichzeitig ein bisschen was Herbes. Und das Ledrige ist auch noch da. Und der Rauch. Der Rauch kommt jetzt etwas stärker und damit auch die Assoziation, die wir zum Tabak hatten. Aber gleichzeitig diese Fruchtigkeit, dieses, ja, schon ein bisschen auch in Richtung dunkle Pflaumen, Rosinen. Ja. Aber auch Aprikosen nach und nach. Feigen und Datteln vielleicht. Oh. Das war schon. Das ist schon wirklich. Ich meine, da musst du auch mal ein Wort dazu verlieren. Erwartet man sowas bei einem Fünfjährigen? Nein, normalerweise nicht. Grundsätzlich nicht. Aber erzähl uns was dazu. Wie kommt das hier? Ja, ich habe auch noch ein Interview gelesen von dem ehemaligen Master Distiller, Surinder Kumar heißt der Mann. Der ist jetzt seit. Das hätte ich auch noch hingekriegt. Seit Surinder Kumar. Seit Juni 2019 pensioniert. Aber in dem Interview konnte ich auch, also er spricht natürlich davon, dass die Engel, kommen wieder auf die Geschichte von dem sogenannten Angel Share, dass die Engel in Indien einfach mehr Durst auf Wasser haben als auf Alkohol. Das ist genau im Gegenteil zu Schottland. Das hängt natürlich mit dem Klima zusammen. In Indien, in Südindien ist es sehr heiß, trockene Hitze, 30 Grad. Und wenn der Monsun beginnt, beziehungsweise dann kriegen wir auch richtig so Richtung 40 Grad. Und dann wird es schwül. Dann wird es eine schwüle Hitze. Und das macht natürlich was mit dem Fass, weil man bei Amrut die Fässer nicht in klimatisierten Lagerhäusern lagert, sondern tatsächlich das Klima hat den vollen Einfluss auf die Fässer. Da verdunstet eine ganze Menge, 12% Angel Share, das ist viel. Im Vergleich zu Schottland sind es, glaube ich, 2-4%. Und diese 12%. Ja, bei dem hattest du aber schon ausgerechnet, da sind es fast 14%. Hier sind es 14%. Wir haben ja auch, du hast das irgendwie ausgerechnet, wie viele Liter. Das war keine Milchmädchenrechnung. Das war keine Milchmädchenrechnung. Nein, wir haben ja 650 Liter im Portweinfass und 208 Liter im Bourbonfass. Da haben wir zusammengezählt, das wären 858 Liter. Das Fass hat, oder die beiden Fässer haben 1050 Flaschen ergeben. Dann haben wir ein bisschen unsere alten Mathekenntnisse hervorgeholt, die bei mir nicht gut sind. Die ziehen wir dann davon ab und dann hat man den Prozentsatz. Genau. Letztendlich sind wir dazu gekommen, dass der Angel Share hier noch brutaler zugeschlagen hat. Die Engel also noch durstiger sind in Indien als in Schottland, das sowieso. Aber hier haben sich noch mal was weggenommen. Aber das hat natürlich auch was, das macht auch was mit den Aromen, halt, weil diese oxidative Reifung, wenn das Fass atmet und ich sag mal, die Flüssigkeit im Fass sinkt und wir haben einen größeren Headspace, also einen Raum im Fass, wo mehr Sauerstoff eindringen kann,
dann passiert da natürlich eine Menge, die uns jetzt wahrscheinlich ein Chemiker besser erklären könnte, aber da passiert das mit Säuren, mit Aldehyden, Ketonen und dann kommen diese sehr komplexen Aromen wie Schokoladennoten, Tabak, Leder. Hast du Schokolade? Kreuzkümmel, Anis oder vielleicht... Kreuzkümmel, also nee, das spielt mir jetzt, ich glaube, das spielt mir jetzt auch meine indische Vorliebe ein bisschen... Ich hatte das auch, als wir ihn zunächst probiert haben. Ich mag ihn eigentlich nicht, aber im indischen Gericht schon. Und ich hatte mir eine Verkostungsnotiz, als du ihn zur Probe mitgebracht hast, gemacht habe, Kreuzkümmel Fragezeichen geschrieben. Oder spielt mir das Gehirn einen Streich? Nein. Weil das ist für mich wirklich typisch indisch. Ist Kumin, ist Kreuzkümmel, aber... Wenn es Einbildung ist, dann ist es eine wirklich passende Einbildung. Also ich habe auf jeden Fall diese Gewürze, auch ein bisschen Lakritz, aber so ergänzt sich das ja. Aber das passiert tatsächlich, wenn die Whiskys einfach entweder länger reifen wie in Schottland oder in Irland oder wenn sie kurz reifen, aber dafür mit viel Sauerstoff und durch das Klima reift der Whisky ja mindestens zwei bis vielleicht sogar dreimal so schnell. Das heißt, das 5 Jahre während in Schottland... Jetzt 12 bis 15 Jahre, genau. Ne? Das 12 entspricht bis 15 das. Jahre. Und da ist natürlich dann schon... Würde man das blind auf 5 Jahre schätzen? Nein, wahrscheinlich im Leben nicht. Die Farbe alleine, ne? das was das Fass nicht abgegeben gefärbt? Hat. Genau, das ist nicht gefärbt. Also Amrut färbt überhaupt keinen Single Malt Whisky und auch nicht kühl gefiltert. Und das ist dann schon im absoluten Premium-Bereich so. Wir probieren gleich nochmal, wenn ein bisschen, vielleicht schenken wir noch was nach, aber ich will noch mal ein bisschen Sauerstoff wirken lassen. Gerne. Und dann würde ich unsere Avatara doch mal bitten, eine Statue aus meiner Sammlung zu bringen. Die nicht so leicht ist. Die sehr schwer ist, aber an der man sehr schön das Götterfunken. Avatara, was wir so scherzhaft immer sagen. Der Knabe hier oben drauf, Gott Vishnu, ist einer der Hochgötter des Hinduismus und ein Avatar, viele kennen es vielleicht als berühmten 3D-Film und damit hängt es auch ein bisschen zusammen. Avatar ist immer eine Inkarnation dieses Gottes oder überhaupt eines Gottes oder eines göttlichen Prinzips. Das heißt, der Gott wird dann, um der Menschheit zu helfen, in jedem Menschheitsalter oder Gottheitsalter wieder neu geboren, wenn es nötig ist. Das kann in Form von Tieren sein. Wir hatten in den Götterfunken schon die Schildkröte, in die sich Vishnu inkarniert, die ein Avatar Vishnus ist. Ich glaube, die zweite Inkarnation ist es. Aber auch der berühmte Krishna. Und in manchen Ausrichtungen sagt man auch, im Hinduismus Buddha sei ein Avatar Vishnus. Und das wird dann sehr negativ konnotiert. Und zwar, er sollte die Leute mit einer heretischen, also einer Irrlehre prüfen. Also der Buddhismus sei im Prinzip nur deswegen entstanden, damit die treuen Hindus geprüft werden, ob sie am alten Glauben hängen bleiben. Und deswegen hätte sich dieser Gott als Buddha inkarniert. Ist aber nicht weite, große Deutung, aber diese Deutung gibt es auch. Also unsere Avatara der Schönheit ist sozusagen eine Inkarnation der Göttin der Schönheit. Vielleicht der Lakshmi, aber dann müsste man gucken, wer dann Vishnu ist. Was ich erzählen wollte an dieser Statue. Hier haben wir Gott Vishnu auf seinem Reittier, dem Garuda, dem berühmten, manche sagen Geier oder manche sagen auch Adler. Es ist wahrscheinlich eher ein Geier. Ich glaube, indonesische Fluggesellschaft, die heißt Garuda eher. Ich weiß. Und die thailändische, die indonesische. Die Thais haben das im Staatswappen. Weil überhaupt in der Gegend vielfach. Gehe ich vielleicht gleich mal drauf ein in den Götterfunken. Und hier unten, da haben wir nur einen Kopf sitzen, der im Prinzip sich eine große Kugel in den Mund schiebt. Und das ist der Dämon Rahu. Rahu, der die Sonne frisst. Und das hatten wir auch schon eben in den Götterfunken. Und den hier in der Mitte, um Garuda, der auch was mit Amrita zu tun hat. Darum soll es uns jetzt gehen, bevor wir dann wieder weiter von unserem Trank der Unsterblichkeit hier probieren. Garuda, der mächtige Vogel, dessen Stärke und Heiligkeit sowohl in hinduistischen wie in buddhistischen Traditionen von überragender Bedeutung ist, ließ sich, auch diese Geschichte wird unter anderem im Mahabharata erzählt, um seine Mutter aus der Sklaverei zu befreien, darauf ein,
den Göttern das Amrita zu stehlen, welches als Lösegeld gefordert war. Auch hier schlummern zahlreiche Bedeutungsebenen, die in den kurzen Götterfunken natürlich nicht geweckt werden können. Dass aber beispielsweise kosmische Überhöhung auch in dieser dramatischen Episode enthalten ist, mag sicherlich unschwer herauszuhören sein, auch ohne auf die Details der bildsprachlichen Interpretation einzugehen. Der große Wanderer der Lüfte verdunkelte die Welten mit all dem Staub, den der Sturm seiner Flügel aufwirbelte, und er überwältigte die himmlischen, welche das Bewusstsein verloren. Die staubblinden Wächter des Amritas konnten den Riesenvogel gar nicht mehr sehen, so wühlte Garuda die Regionen des Himmels auf und verwundete die Götter mit Flügeln und Schnabel. Da sprach Indra, der Gott der tausend Augen, zu dem Wind: »Dies ist deine Aufgabe, zerteile schnell den Staubschleier.« Und der mächtige Wind tat, wie ihm geheißen. Nachdem die Dunkelheit vergangen war, griffen die himmlischen Garuda an. Diese aber brüllte so laut wie die große Wolke am Ende der Weltzeit und ängstigte damit jedes Wesen. So konnte der gewaltige Vogel die Götter zwar vertreiben, aber diese hatten, nachdem sie den Trank der Unsterblichkeit ja endlich erlangt hatten, Amrita bereits mit ausgefeilten Konstruktionen und furchtbaren Wächtern vor Diebstahl geschützt. Wie in einem modernen Action-Game oder Abenteuerfilm muss der Held hier Hindernisse überwinden, die aus der Feder Hollywoods stammen könnten, aber tatsächlich irgendwann zwischen 400 vor und 400 nach Christus in Indien von einem großen Poeten niedergeschrieben wurden, dessen mythischer Name Vyasa ist. Neben dem Amrita erblickte Garuda ein sich beständig drehendes Rad mit messerscharfen Kanten. Dieses entsetzliche Instrument mit der Pracht der glühenden Sonne und der schrecklichen Form war von den Göttern dazu bestimmt worden, alle Amrita-Räuber in Stücke zu schneiden. Der große Vogel hielt inne und entdeckte eine Passage hindurch. Er ließ seinen Körper schrumpfen und schlüpfte in einem winzigen, günstigen Moment durch die Speichen des furchtbaren Rades. Innerhalb der Grenzen des todbringenden Rads befanden sich zwei große, feurig strahlende Schlangen, die Wächter des Amrita. Ihre Zungen waren so hell wie Blitze. Sie hatten immense Energie, ihre Münder spuckten Feuer und ihre Augen blitzten. Sie waren giftig, furchtbar, immer in Bewegung und allseits zornig. Ihre Augen waren wutentbrannt und zwinkerten nie. Jeder, der nur von einer der beiden Schlangen erblickt wurde, wäre sofort zu Asche verbrannt. Doch der Vogel mit den schönen Federn bedeckte ihre Augen im Nu mit Staub, blendete sie und griff sie unerkannt von allen Seiten an. Er verwundete ihre Körper und ohne jegliches Zögern näherte er sich dem Amrita. Der gewaltige Wanderer der Lüfte packte das Amrita, erhob sich eilendst mit seinen Flügeln und brach dabei das alles zerschneidende Rad in Stücke. So entkam er dem Ort, doch er trank nicht vom Amrita, welches er trug. Garuda befreit nun seine Mutter aus der Sklaverei und übergibt das Amrita als Lösegeld, sorgt aber mit einer List dafür, dass die Götter den Trank unangetastet wiedererlangen. Schließlich gewähren Garuda und Vishnu sich gegenseitig Wünsche und Segen, und Garuda wird zu des großen Gottes mächtigem Reittier. Ja, Dave, dann mal langsam zum Zeugnis, je länger er steht, desto mehr kommen auch diese Gewürz- und
Malznoten, die du angesprochen hast, durch. Genau. Und der Rauch geht ein bisschen zurück in der Nase und dafür kommt mehr Frucht und Alkoholschärfe ist gar nicht mehr da. Absolut. Und Karamell, ne? Karamell haben wir jetzt auch ein bisschen, so karamellisierte Frucht eventuell. Ja. Die werden ja super lange ausgebrannt, die Fässer. Das kann auch damit zusammenhängen. Dass werden die so richtig Stufe Alligator oder was? Also ich habe mir das Video komplett angesehen. Normalerweise kenne ich es nur so 60 Sekunden, aber das war schon wesentlich länger. Kohle. Genau. Ja gut, dann haben wir natürlich... Ja, da Waffelmuster oder Alligatorhaut, wie sagt man das? Ja. Dann haben wir natürlich viel, ja. Aber diese Zitrusfrüchte und die Orangen, das kommt auch immer wieder durch. Der macht aber auch eine Entwicklung durch. Da ist nicht, dass das bleibt nicht lang, das wird nicht langweilig. Da kommt immer wieder was neu zu Erschmeckendes. Also das ist schon wirklich eine Hausnummer, was du mir da mitgebracht hast. War eine gute Wahl. Single Malt, Double Cask. Willst du uns noch was erzählen? Du sagtest, du sprachst davon, von den unterschiedlichen Qualitäten in Indien. Genau. Also in Indien leben natürlich über 1 Milliarde Menschen. Der Bedarf an Whisky ist da auch stetig gewachsen in den letzten Jahren. Jetzt kann natürlich eine Brennerei wie Amrut oder Paul John, das sind ja, wir haben ja, glaube ich, 2, 3, die dann Single Malt produzieren, so die ich jetzt auf dem Schirm habe, die können ja nur 4-5% decken des Bedarfs. Und deswegen gibt es natürlich auch Whisky von minderer Qualität dort, sogenannten Blended Whisky, wobei ich dir recht gebe auch, das hattest du ja vorher schon gesagt, dass Blended Whisky nicht gleich immer schlecht ist. Es gibt natürlich auch Premium Blended Whiskys, aber dann kommt es immer darauf an, wie viel. Da wird neutral Alkohol, also auf Melassebasis, wird dann vermischt mit, ich sag mal dann Malt Whisky. Und je höher der Anteil schottischen oder indischen Malt Whiskys in dieser Melasse Spirituosis, die nennen das ENA, also neutral Alkohol. Und dann ja, und von daher bin ich froh, dass wir aus Indien direkt da so eine Spitzenqualität hier probieren können und es nicht mit so einem Tetrapack-Trinkbecher-Whisky hier zufrieden geben müssen. Da sollten wir auch mal sagen, das schlägt sich auch im Preis nieder. Ganz genau. Das ist also schon, was hast du recherchiert? Der schwankt, im Internet schwankt er dann so zwischen 135 und 160 Euro, findet man ihn. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Und wenn wir jetzt das Zeugnis so langsam einblenden, apropos, wo du sagtest, fast 1 Milliarde oder über 1 Milliarde Einwohner. Mhm. Wächst stetig. Wächst stetig. Das größte Pilgerfest der Welt, das Kumbh Mela, was in Indien immer stattfindet, berühmt am Ganges, wo dann alle da eintauchen, ihre Sünden abwaschen, das geht auch aus diesem Mythos hervor. Denn als die Götter und Dämonen sich gestritten haben, dann hinterher, wer den Trank nun behalten darf und Vishnu dann die Dämonen verführt hat, und da sind 4 Tropfen aus diesem Krug auf die Erde gefallen und da sind die 4 Pilgerstätten entstanden. Und Kumbh Mela, so wie das Fest heißt, zu dem allein, ich glaube im Jahr 2019, bereits 140 Millionen Pilger in einen Ort gekommen sind. Das musst du dir mal vorstellen. Du hast eine Stadt, selbst wenn die jetzt 11 Millionen Einwohner hätte oder 12 wie Bangalore, was natürlich diese Stadt jetzt nicht betroffen war, da sind dann auf einmal 140 Millionen. Ein paar Monate. Das ist ein Riesenchaos. Das können wir uns nicht vorstellen. Das kann man sich nicht vorstellen. Das ist eine andere Dimension. Und wenn man sieht, wie dreckig eigentlich diese Flüsse sind, der Gang ist vor allen Dingen. Aber der tiefe Glaube daran ist, dass eben in diesem heiligen Fluss sich dann der Trank des Lebens, der Unsterblichkeitstrank, für die Zeit des Fest des Kruges eben mit dem Amrita, in dem Gangeswasser manifestiert. Mhm. Und man sich darin dann die Sünden abwaschen kann oder auch die von Krankheiten heilen kann. Dieser Glaube ist da so stark und so intensiv, dass die Leute wirklich da zutiefst reinsteigen und sich reinigen mit einem Wasser, was vielleicht durch den Glauben rein ist, aber sicherlich nicht, wenn man es in der Laborqualität überprüfen würde. Leider nicht. Aber kommen wir zurück zum Zeugnis. Dieses Wasser hier hat wirklich eine sehr reine... Und schöne Farbe vor allem. Und schöne Farbe und vor allen Dingen in der Nase... Ein Spielplatz von Aromen. Da tummeln sich wirklich verschiedene Früchte, da tummeln sich Gewürze, der Malz, die Rauchigkeit. Kümmel. Danke nochmal für den Kreuzkümmel. Orangen. Das ist ja, wie schon mehrmals erwähnt, aber du hast auch recht, sind immer wieder mit. Das ist jetzt auch die Vanille, der Karamell, die Rosinen. Wir hatten noch Leder und Zigarren-Tabak. Tabak, das ist eine schöne Begleiter. Du hast ja auf die Patergas angespielt. Das ist ein schöner Begleiter.
Ja, das denke ich auch. Das werden wir gleich dann nochmal eruieren, ob das auch wirklich stimmt. Da kommt immer wieder was Neues. Das ist, also da würde ich, komplex. Also für die Nase würde ich gute 4, wenn nicht 4,5 Punkte. Bin ich dabei? Bist du dabei? Da bin ich dabei, ja. Angeben. Wie viele Sterne kann man denn vergeben? Funken, Entschuldigung. 5 Funken maximal. 5 maximal. Ja, da kommt er nah dran, oder? Ja, so 4, 4,5 würde ich auf jeden Fall für die Nase. Und den Geschmack, da haben wir bald nicht mehr. Mhm. Hier im Raum haben wir auch einen Angel Share von 12% wahrscheinlich. Ich weiß nicht, woher das kommt. Keine Ahnung. Also mich stört nur, wenn mich überhaupt irgendwas stört, und das ist jetzt, wie sagt man so schön heute, da so, ja, so ein Jammern auf hohem Niveau, dann ist das so eine ganz leichte Bitterkeit, die wahrscheinlich von der europäischen Eiche kommt, die mich nicht unbedingt stört, aber für mich persönlich ein bisschen. Ich weiß genau, was du meinst. Ich sprach am Anfang von etwas herb, etwas bitter. Ich halte es aber nicht unbedingt für eine Fehlnote. Nein, absolut nicht. Viele kommen damit, ich habe auch Probleme mit Bitterstoffen, ich mag sie auch nicht so gerne, aber wenn du jetzt so einen komplexen Whisky hast, wo du auch wirklich viele intensive Früchte hast und eine gewisse Süße, dann ist das schon mal ein schöner Kontrapart ab und an. Aber du hast vielleicht recht, der Rauch hätte eigentlich gereicht. Das Rauchige und das Malzige hätte gereicht. Da hätte es diese Bitternote vielleicht nicht unbedingt geben müssen. Aber ich finde sie auch gar nicht so schlimm. Also nee, sie ist nicht so stark. Aber man schön, also am Gaumen würde ich auch schon sagen, ja, da würde ich fast in dieselbe Richtung, 4, 4,5 Punkte. Das kann man durchaus machen. Der Abgang ist lang. Da kommt dann eher, oder wird so eher mittellang? Ich finde ihn lang, aber nicht sehr lang. Aber da kommt dann eher wieder das Rauch so ein bisschen, ne? Oder der bleibt anders. Ein bisschen in den Mundschleimhäuten hängen. Ja gut, das ja. Zieht sich immer noch ein bisschen nach. Der bleibt voluminös. Ich finde es einen sehr interessanten Abgang. Auf jeden Fall einer, der einem in Erinnerung bleibt, ja. Ja, also da würde ich nicht langweilig. 3,5 bis 4 Punkte auf jeden Fall für den Abgang auch mitgeben. Raffinesse, ja, ich habe es vorhin gesagt, der wird einfach nicht langweilig. Mhm. Den kann man über den ganzen Abend verriechen, den kann man wirklich... Das ist so einer, auf den man sich freut auch, auf den man sich wirklich freut. Also bei der Raffinesse bin ich auch, ich wäre auch bei 4, 4,5. Absolut. In dem Schnitt. Absolut. Beim Preis, ja, da bist du sehr kritisch. Da bin ich immer ein bisschen kritisch, weil, klar, es verschwindet viel. Er macht Arbeit, Arbeitskraft ist in Indien relativ günstig, wird alles leider. Von Hand gemacht dort, ne? Es wird alles von Hand gemacht, klar, aber das machst du beim schottischen Single Malt auch. Ne? Aber die haben mittlerweile auch diese Bottling Halls, da werden 450 Frauen arbeiten in 3 Schichten, ja. 24 Stunden am Tag, bekleben die Etiketten selber, verkorken alles. Gut, das sollte jetzt nicht auf den Preis niederschlagen, weil wie du sagst, in Indien ist die Arbeitskraft wahrscheinlich nicht so teuer. Wenn sich das auf den Preis niederschlagen würde, wäre es ja gut. Ja, dann würden sie mehr bezahlt und besser. Ich weiß nicht, wie sie bezahlt werden. Ich kann ich nicht sagen. Aber es ist auf jeden Fall ein Preis, der nicht überzogen teuer ist. Nein. Aber ich finde ihn auch nicht als Schnäppchen. Also ich würde sagen, wir hatten gesagt, so 135, 155, so irgendwo dazwischen hast du gesagt. Mhm. Pendelt sich das ein. Ich würde mal sagen, 3, 3,5 kann der kriegen von dem Preis. Es ist ein fairer Preis vielleicht noch. Aber ich würde ihn jetzt nicht überzogen günstig ansehen und ich würde ihn jetzt auch nicht überzogen teuer ansehen. Also haben wir da eine gute Mitte und dann haben wir das. Die Frage ist, wäre er dir das Geld persönlich wert? Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass ich das Geld dafür ausgeben würde. Also ich habe schon teure Whiskys getrunken, die nicht so gut waren, die nicht so komplex waren, muss ich sagen. Da würde sich in meinem Regal oder in deinem... Stärke. Da macht er sich gut. Ja, Stärke. Naja, in der Fassstärke ist er immer schöner, oder? Müsste man probieren, gibt es aber gar nicht. Nicht der nicht, nein. Ja, denn der ist ja wirklich gebottelt mit 46%, limitiert auf, was hast du gesagt, 1050, stand da drauf, 1050 Flaschen. Ganz genau. Und insofern ist der Preis natürlich wahrscheinlich berechtfertigt. Kaufst du dir jetzt heute eine, limitiert auf 1050 Flaschen, weltweit vertreiben die, mindestens europaweit das Ding, aber ich glaube in den USA sind die auch. Ja. Dann steigt natürlich der Preis auch wieder, wenn du jetzt damit spekulierst. Ne? Trotzdem finde ich es gut, dass Amrut grundsätzlich nicht unter 46 Volumenprozent abfüllt. Ja, aber 46 soll er haben, sollte er auch haben. Finde ich auch. Ja. Gut, wir reden schon wieder viel zu lange und viel zu viel, aber... Kamen wir in Schwärmen? Ich würde sagen, ja. Oder? Ja, ich glaube, in Teilen kamen wir jetzt Schwärmen. Und deswegen denken Sie am Ende immer daran, alles, was man über einen Whisky sagen kann. Am Ende ist ein Whisky auch manchmal nur ein Whisky. Nur manchmal.